Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu einem Reading zum kommenden Neumond, der am Sonntag, den 6. Januar im Zeichen des Steinbocks stattfinden wird. Ja, ich möchte ganz kurz vorneweg auch auf die Gefahr hin, dass ich mich vielleicht bei einigen Kollegen oder Kolleginnen unbeliebt mache, wirklich etwas vorbringen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich bekomme immer mal Nachrichten von euch und ihr fragt mich, was ich davon halte, wenn euch von jemand anderem eine Karma-Auflösung, eine Seelenreinigung etc. angeboten wird. Ich möchte jetzt mal allgemein dazu sagen, dann braucht ihr mir das auch nicht schreiben, ich halte davon gar nichts. Ich weiß, es können jetzt einige wütend sein und gleich den Daumen nach unten geben, aber ihr wisst, ich bin immer ganz ehrlich. Und meiner Intuition nach, meiner Erfahrung nach und auch meinem Glauben nach, ja, besitzt kein anderer Mensch die Fähigkeit und vor allem, meine Lieben, die Erlaubnis, an eurer Seele zu arbeiten oder ein Karma aufzulösen. Ja, meine Überzeugung ist es, dass wir in dieses Leben kommen, ja, mit einer Seele, die sowieso von Haus aus Licht und Liebe ist. Ja, ich habe heute nämlich, und deswegen nehme ich es zum Anlass, das Thema heute anzusprechen, eine E-Mail von einer lieben Leserin meiner Facebook-Seite und natürlich schaut sie auch meine Videos an, bekommen, und sie hat mir eben gesagt, dass ihr jemand angeboten hat, eine Seelenreinigung zu machen. Meine Lieben, die Seele ist rein, die ist Licht und Liebe, die Seele, ja, ist niemals schlecht oder dunkel oder verunreinigt, ja, also wer überhaupt auf sowas kommt, frage ich mich, ja, also ich kann mich da gar nicht beruhigen, eine Seelenreinigung. Wir kommen mit unserer Seele in dieses Leben und die Seele hat sich bestimmte Aufgaben vorgenommen für diese Inkarnation. Ja? Das heißt, was im Höchstfall bereinigt werden kann, sind Verletzungen aus früheren Inkarnationen, sind unsere ungesunden Glaubensmuster oder schädigende Verhaltensweisen, die aber wir selber bearbeiten dürfen. Das kann uns doch niemand abnehmen. Genauso, wenn ich manchmal lese oder auch höre, dass gerade in den Seelenpartnerprozessen Karma Klärung oder sowas angeboten wird, dass Karma aufgelöst wird oder Bänder durchtrennt. Meine Lieben, wie soll ein Mensch denn für euch euer Karma auflösen? Und ich finde es so traurig, dass damit Geld verdient wird. Und das zieht diese ganze Branche leider dermaßen in Missgunst, weil jeder normale Mensch, der da wirklich drüber nachdenkt, ja, der muss es ja für verrückt halten. Also bitte lasst euch nicht darauf ein. Bitte kauft niemandem irgendwelche Pulver, Steine, Düfte, Öle ab, die angeblich den Seelenpartner zurückbringen. Das ist rausgeschmissenes Geld. Ich weiß, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und es könnten jetzt einige wirklich verärgert sein. Aber ich muss euch ehrlich sagen, meine Familie hier, die Heart and Soul Family, ist mir so wichtig. Ihr seid mir so wertvoll und wichtig, dass ich dagegen auch mich da so weit aus dem Fenster lehne. Und ich nehme es in Kauf, dass mich vielleicht irgendwelche Leute beschimpfen. Aber ich stehe dazu, weil es wirklich einfach Kommerz ist und Geldschneiderei, ja. Das hat nichts damit zu tun, euch helfen zu wollen, wenn ich irgendeinen Gegenstand verkaufe, der angeblich deinen Seelenpartner zurückbringt. Bitte schaltet da euren Verstand ein, ja. Das musste ich jetzt loswerden, weil ich das einfach so traurig finde, dass gerade die Not von Menschen, die in einer leidvollen Situation stecken, hier so ausgenutzt wird. Ja, und deswegen sage ich auch immer wieder und ich werde nicht müde, es zu betonen, dass ich mich nicht als esoterische Kartenlegerin verstehe. Das bin ich nicht. Ich möchte euch Energien weitergeben, die ich empfange, und zwar nicht über die Karten, sondern über meine göttliche Führung, über die Anbindung, die ich habe und für die ich jeden Tag zutiefst dankbar bin, an meine göttliche Führung, an meine Helfermannschaft.
Und allen voran ist es Jesus. Ich habe mich dazu geoutet und ich freue mich, dass ihr das so akzeptiert, ja. Und wenn ich die Karten hier lege, dann sind es nur Anhaltspunkte. Und ich bitte jedes Mal meine göttliche Führung um die Energie, nicht das Kartendeck. Und ich mache nie Hoffnung mit einer Legung. Wenn eine Legung positiv ist, bitte ich immer zu bedenken, dass das Energien des Kollektivs sind, die ich einfange. Ja? Und wenn die Menschen diese Energie nutzen, kann das und das passieren. Aber es steht auch auf einem ganz anderen Blatt, ob der Mensch das macht. Und das wollte ich einfach jetzt nochmal anbringen. Ja? Und ich möchte euch deswegen heute für dieses Neumond-Reading auch nochmal zeigen, wie ich das mache. Mir war das jetzt einfach wichtig, hier das nochmal genau auch aufzuzeigen, wie entsteht so eine Legung bei mir. Ja, so gehe ich auch in den persönlichen Readings vor. Ich habe hier mal das Tarot und das Lenormand. Das Lenormand möchte ich jetzt aber nochmal weglegen. Das nehme ich nur her, falls wir noch eine Klärungskarte brauchen. Und ich habe jetzt hier das ganz normale Rider-Waite-Tarot, ja. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Also das Deck ist schon gemischt, ja. Es geht um diesen Neumond. Im Zeichen des Steinbocks, da empfange ich spontan dazu, das ist eine sehr erdige Energie, der Steinbock ist Erdzeichen, ja. Es könnte also tatsächlich um unsere Stabilität jetzt zu Beginn des neuen Jahres gehen, ja, um unsere Lebenssituation, vielleicht auch im materiellen Bereich. Und jetzt mache ich das so, ja, ich bitte meine Mannschaft, meine göttliche Führung, um Impulse für unsere Heart and Soul Family. Das heißt, für die Menschen, die sich zu meinem Kanal hingezogen fühlen, die mit mir und meinen Readings, meinen Botschaften, ja, auch den Botschaften in Resonanz gehen, ja, welche Hinweise, Impulse oder einfach, ja, welche Energie steht uns mit diesem Neumond zur Verfügung? Und vielleicht erfahren wir durch diese Legung, also ich mache eine Neunerlegung, wie wir uns auf diesen Mond vorbereiten können, wie wir ihn nutzen können und was er uns einfach vielleicht auch dann in dem nächsten Mondzyklus bringt. Und wenn ich diese Frage stelle, dann fange ich also an zu mischen. Und bitte um 9 Karten, das machen wir jetzt mal. Also ich bitte um 9 Karten, welche Energie bringt uns dieser Neumond mit? Mir und allen Menschen, die mit mir in Resonanz gehen, allen Mitgliedern von unserer Heart and Soul Family. Welche Energie bringt uns dieser Neumond im Zeichen des Steinbocks mit? Energie schwingt sich schon ein. Was möchte uns dieser Mond zeigen? Neumond ist ja auch immer Neubeginn. Was dürfen wir vielleicht bedenken, auch für dieses neue Jahr? 1, 2, 4, 6 haben wir schon. Bitte noch 3 Karten für diesen Neumond. Ups, 2, 2, 4, 6, 8. Eine noch. Nicht, dass ich mich verzähle. Eine Karte bitte noch. Jawohl. So, dann schaue ich mir die Unterseite des Decks an, da liegt gleich der Mond. Das ist ja sehr passend, ja. Also den Mond legen wir mal hier hin, so dass ihr ihn sehen könnt. So, und jetzt schaut mal, jetzt sehen wir meine linke Hand. Ja, ich zeige euch das so, mache ich das auch in den persönlichen Readings, ja. Ich mische jetzt die Karten. Ich bin jetzt mal kurz leise, weil ich muss mich mal konzentrieren. Und ich bitte jetzt praktisch im Stillen darum, dass meine Mannschaft mir zeigt, wie ich die Karten auflegen soll. Okay, so, wenn jetzt die Karten so liegen, ihr seht es ja, weiß ich ja nicht, welche Karte wo ist, überhaupt welche Karten gefallen sind, dann drehe ich die Karten um. Ich gebe mal gleichzeitig, das ist ein Hafer, ich gebe mal gleichzeitig bekannt hier, was gefallen ist. Der König der Schwerter ist gefallen. Die Königin der Münzen. Na. Die 5 Kelche, der Kelchkönig, das Ass der Schwerter, die 7 Kelche, der Wagen, die 6 Schwerter,
und die Königin der Schwerter. Wow. Viele Personenkarten, wie ihr seht. Ja, Donnerwetter. Was mir als allererstes auffällt, nur eine große Arcana-Karte in der Legung. Eine hier an der Unterseite des Decks, ja. Das schaue ich mir zuerst an, denn die großen Arcana-Karten, die sind immer, stehen über den anderen. Also das heißt, die Energie grundsätzlich besteht für mich aus den großen Arcana-Karten, der Unterseite des Decks und der Karte in der Mitte. Hier haben wir den Wagen, das Ass der Schwerter und den Mond. Den Mond nehme ich jetzt in Verbindung mit den Karten schon gleich als Zeitkarte für diesen Neumond wahr. Also das will uns darauf hinweisen, dass dieser Neumond hier sehr bedeutend ist. Ja? Und dass es in dieser Neumondenergie darum geht, eine Entscheidung zu treffen, ja? Wahrheit zu finden und sich auf einen Weg zu machen, und zwar auf einen neuen Weg, denn der Wagen liegt neben den sechs Schwertern, was uns auch gleich zeigt, dass es hier etwas zu verlassen gilt. Jetzt nehme ich mir mal kurz eine Minute Zeit, vertiefe mich mal in die Karten und dann komme ich gleich mit der Deutung zu euch. Okay, ich brauche gar nicht länger. Ich habe die Energie erfasst. Ich versuche euch das jetzt in einen Zusammenhang zu bringen. Ich brauche auch keine Klärungskarte. Die Legung richtet sich an die Gruppe unter euch, die gehofft hat, dass sich ein bestimmter Mensch für euch entscheidet. Die Entscheidung ist hier zentrales Element in der Mitte, ja. Und neben der Entscheidung seht ihr die sieben Kelche. Die sieben Kelche ist die Karte für Illusion, ja. In Verbindung mit dem Kelch König hier sagt mir die mittlere Reihe sofort, dass du vielleicht darauf gehofft hast, dass sich ein Mensch, der hier als König der Schwerter fällt. Wenn du jetzt für eine Frau schaust, ja, dann sieh es bitte als die Königin der Schwerter. Das heißt, du musst die Geschlechter dann tauschen, der Königskarten. Denn wenn du als Frau schaust, sehe ich dich hier als Königin der Münzen. Ja, also das heißt, du blickst ja auch zu diesem Mann hin, ja, von der Lage her. Du hast gehofft, dass sich dieser Mensch sozusagen in den Kelchkönig transformiert. Ja, du hattest große Hoffnung, dass dieser Mensch sein Herz für dich öffnet, dass er seine Gefühle für dich zulassen kann. Dazu hätte es allerdings wirklich Bedarf, dass er eine klare Entscheidung dafür trifft. Also dieses Ass der Schwerter hier auf zentraler Mittelposition ist ganz, ganz wichtig. Hier geht es um Entscheidungen. Du hast gehofft, dass dieser Mensch wirklich in der Energie des Schwertkönigs eine klare Entscheidung dafür trifft, ja, seine Gefühle zuzulassen und dir sozusagen seinen Kelch zu reichen. Aber du hast erkannt, dass du dir da etwas vorgemacht hast, beziehungsweise dass sich alles nicht so erfüllt hat, wie du es dir gewünscht hättest. Ja? Die sieben Kelche stehen für Illusionen. Vielleicht hat er oder sie dir immer mal so einen kleinen Hoffnungsschimmer bereitet, ja, vielleicht kam in der Vergangenheit immer mal so ein kleiner Impuls in deine Richtung, aber letztendlich, ja, zeigen die sieben Kelche, dass man zwar gerne hätte, dass sich eine Situation zum Besten entwickelt, dass man sich aber eingestehen muss, dass es so nicht war, ja, dass es sich nicht so für dich entwickelt hat, wie du dir es gewünscht hast. Und das zeigt ja auch sehr schön die Karte, die hier darüber liegt, denn letztendlich, das bist du, ja, wenn du als Mann schaust, siehst bitte als Münzkönig, letztendlich musst du einsehen, dass du hier eine Enttäuschung erlitten hast, die es jetzt zu verarbeiten gilt. Bei vielen ist dies schon passiert, ja, wenn das bei dir schon passiert ist, dann kann es sein, dass dieser Neumond das noch einmal in die Oberfläche bringt, ja. Also das wäre wichtig für dich, dass hier tatsächlich eventuell noch mal etwas aus der Vergangenheit Hallo sagen könnte. Was liegt denn da drunter eigentlich? Der Stern und die Liebenden, ja, und der Teufel.
Seht das? Das können wir uns dann nochmal anschauen. Möchte ich hier gleich nochmal. Oh je, je, okay, okay. Ja, die können wir uns dann nochmal anschauen. Weil es ist immer wichtig, welche Karten im fortlaufenden Deck liegen. Das machen wir dann nochmal separat. Die tue ich mal kurz hier zur Seite. Also das heißt, wenn es bei dir schon passiert ist, dass du diese Enttäuschung vielleicht im letzten Jahr, am Ende des Jahres schon erlebt hast, ja, könnte es sein, dass der Mond das nochmal hier an die Oberfläche bringt, um dir auch klar zu machen, dass du die Energie des neuen Jahres dazu nutzen darfst, dich jetzt auf einen komplett neuen Weg zu begeben. Und wie funktioniert das? Natürlich, indem du deinen Wert erkennst. Deswegen fällst du hier auch als Münzkönigin, denn die Münzkönigin, das passt jetzt wundervoll zu dem Neumond im Steinbock, ja, vor allem wenn du jetzt Sternzeichen Steinbock bist oder auch Jungfrau oder Stier, ja, dann darfst du damit rechnen, dass diese Energie wirklich sehr präsent für dich ist, jetzt zu diesem Neumond. Du darfst wieder deine Münze betrachten. Ja, das ist so schön dargestellt auf der Karte, wie diese Königin ihren Schatz in ihrem Schoß sozusagen wiegt, ja, und einfach auch weiß, was sie wert ist. Und wenn wir uns in einer Situation immer wieder Hoffnung machen und werden dann aber immer wieder enttäuscht, ja, dann gilt es einfach für uns, irgendwann diese glasklare Entscheidung zu treffen, diese Situation hinter uns zu lassen. Und genau das scheint bei einigen von euch jetzt nochmal tatsächlich sehr, sehr präsent zu sein. Denn du entwickelst dich letztendlich, und das finde ich jetzt so krass passend, schaut mal diese Diagonale an. Dadurch, dass sich der Mensch, ja, von dem du so sehr gehofft hast, dass er oder sie in die Energie des Schwertkönigs gelangt, nicht dazu entscheiden konnte, dir den Kelch zu reichen, schaut mal, gelangst du nämlich in die Energie der Schwertkönigin, die es schafft, diese Situation endgültig hinter sich zu lassen. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder in eurem Köpfchen, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt es mit eurer Dual- oder Zwillingsseele zu tun, dieser Widerstand, ich kann meine Dualseele niemals endgültig hinter mir lassen. Ich habe es an vielen Stellen schon erwähnt, doch auch in dieser Inkarnation kann es sein, dass du deine Dualseele oder deinen Zwilling endgültig hinter dir lassen musst. Freu dich auf die nächste Inkarnation, ja, wenn es noch eine gibt für euch. Zyklen zwischen Dual- und Zwillingsseelen können enden, und zwar endgültig. Ja. Und wenn du dir etwas anderes einredest oder wenn du sagst, du wirst immer daran hängen und du wirst immer hoffen, dass er oder sie zurückkommt, weil es ist doch mein Dual oder mein Zwilling, dann hältst du dich in dieser Energie hier. Ja, komme ich gleich noch dazu. Also, auch in Dual- und Zwillingsseelenverbindungen dürfen Zyklen innerhalb dieses Lebens endgültig enden. Ja. Diese Karte, wenn ich jetzt hier diagonal schaue zum Ast der Schwerter und dem Wagen, möchte dir auch nochmal sagen, du darfst betrauern, was du nicht sozusagen erleben durftest. Und das finde ich ja so wundervoll, dass die Karten untereinander liegen, denn diese 7 Kelche, ja, und hier siehst du die 3, würden ja die 10 Kelche ergeben, ja, die erfüllte Beziehung. Also das heißt, du weißt genau, dass du dir hier was vorgemacht hast, du wirst dir bewusst, dass hier etwas nicht in Erfüllung geht, was du dir vielleicht gewünscht hast, ja. Aber letztendlich musst du dann, und das ist ganz wichtig, meine Lieben, eine klare Entscheidung treffen, ja? Eine klare Entscheidung dazu treffen, jetzt nach vorne zu gehen und diese Situation zu verlassen, ja? Alles andere hält dich hier in dieser Energie, ja, in dieser Stagnation. Wir schauen uns die Karten jetzt dann gleich nochmal an. Also, ich betrachte dann auch noch immer mal die 4 Eckkarten. Wir haben hier den König der Schwerter, die 5 Kelche, den Wagen und die Königin der Schwerter. Und das ist eine wundervolle Zusammenfassung der gesamten Legung. Ja,
Der König der Schwerter ist leider nicht in diese Energie gekommen, die es ja, die nötig gewesen wäre, um dir den Kelch zu reichen. Ja, diese Transformation hier bei deinem Gegenüber, die hat nicht stattgefunden oder noch nicht stattgefunden. Und es ist enttäuschend, das ist traurig und das greift das Selbstwertgefühl an. Ja, immer dann, wenn sich ein anderer Mensch nicht für uns entscheidet, triggert es unseren Selbstwert. Aber du darfst diese Situation verlassen und zwar in der Energie der Schwertkönigin. Klar, authentisch und wirklich auf dein eigenes Seelenwohl bedacht. Ja, eine wundervolle Legung. Jetzt nehmen wir diese Karten mal weg und wir hatten hier in der Folge folgende 5 Karten. Die lege ich fast mal so hin, so kommt mir das jetzt als erstes in den Sinn. Wir hatten zunächst unter dem Mond den Stern, das ist wundervoll, der Mond, ja, dieses Düstere, dieses Mystische, dieses vielleicht nochmal spüren, diese Enttäuschung und dann aber gleichzeitig die Heilungskarte, die Karte für spirituelle Erkenntnis. Das heißt, der Mond, auch wenn er nochmal Altes herholt, ja, bringt gleichzeitig nochmal diese Erkenntnis, die du aus dem ganzen Prozess gewinnen durftest, und zwar vornehmlich ja eine Entscheidung für dich selbst zu treffen. Das sind wundervolle, schaut mal, wir haben jetzt hier gleich 4 große Arcana-Karten, ja, hintereinander kamen die. Das ist wundervoll, denn die Liebenden zeigen ja dieses Paar, das sich nicht an der Hand hält, aber bei der Karte geht es vor allem um die Entscheidung für dich selbst. Und ganz oft sage ich es und schreibe es auch in den Readings, immer dann, wenn du in einer Situation steckst, wo sich ein anderer Mensch nicht für dich entscheiden kann, ist es deine Aufgabe, eine klare Entscheidung für dich selbst zu treffen. Der andere Mensch kann oder möchte aktuell nicht an deiner Seite sein. Die Gründe möchte ich jetzt gar nicht ausführen, ja, gibt unterschiedlichste Gründe, aber Tatsache ist, er ist oder sie ist nicht an deiner Seite, ja. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich in den Kommentaren auch lese, dann oft so Rechtfertigungen, was der Herzensmann oder die Herzensfrau doch alles durchmacht und wie schlimm das für ihn oder sie ist und, aber letztendlich, meine Lieben, schaut mal der Tatsache ins Auge, wenn dieser Mensch nicht an eurer Seite ist, dann ist es so, dass er oder sie das auch aktuell einfach nicht möchte. Und bitte, ich weiß, das ist harter Tobak, ich weiß, das tut weh, aber es ist leider die nackte Tatsache, Dualseelenprozess, Zwillingsflammenverbindung, was weiß ich, hin oder her. Wenn ein Mensch nicht bei dir ist, dann möchte er es aktuell nicht. Ja, und da darfst du hinschauen und es ist schmerzhaft und dann frag dich, wie weit bist du bei dir? Und dafür fällt diese Karte hier. Wenn ein Mensch sich nicht für dich entscheiden kann, triff du die Entscheidung für dich in der Energie der Schwertkönigin, denn sonst bleibst du stagnierend in der Energie des Teufels. Der Teufel steht für Abhängigkeit, für Verstrickungen, für emotionale Anhaftungen, die dich in einer ganz niedrigen Energie halten. Ja, das sind diese Hoffnungen, diese Sehnsüchte, diese Erwartungen. Er oder sie kommt doch noch. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, ich habe es in den Seelenpartner-Readings jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Die Energien im Kollektiv, gerade bei den Seelenpartnerschaften, sind extrem günstig dafür, dass es tatsächlich zu Vereinigungen kommt. Ja, und ich habe selbst auch jetzt bei meinen Klienten einige Fälle, wo das tatsächlich der Fall war. Und dass man auch gesehen hat, dass die Energie sich beim Gegenüber verändert hat. Aber bei vielen hat sie sich eben auch nicht verändert. Wer meine Weihnachtsbotschaft gesehen hat, der weiß, dass es sich auch bei mir nichts verändert hat. Und auch ich musste mich dieser schmerzlichen Tatsache stellen, dass er, wenn er nicht an meiner Seite ist, es letztendlich nicht möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ich will euch davor beschützen, in dieser Energie zu verharren, weil ich selber zu lang war. Ich möchte euch ermutigen, wirklich hinzuschauen. Denkt an das Ass der Schwerter, Freund. Das steht für die Wahrheit. Betrachtet die Wahrheit. Nehmt euer Schwert in die Hand und schneidet diese Fesseln durch, damit ihr bereit werdet für den Neubeginn, für euren Neubeginn.
Ihr habt im letzten Jahr die Voraussetzungen dafür geschaffen. Der Magier hat die Münze, den Kelch, den Stab und das Schwert und die Unterstützung seiner göttlichen Führer. Der Magier hat alles, um für sich einen erfüllten und glücklichen Neustart zu erleben. Und solange du dich vom Teufel in der Energie der 8 Schwerter halten lässt, ist es nicht möglich. Ich weiß, dass sich viele bereits aus der Energie rausentwickelt haben, aber ich frage immer nach den Energien für unsere Familie. Und in unserer Familie sind eben auch viele, die sich mitten in den Prozessen befinden oder vielleicht sogar am Anfang stehen. Und mein ganzes Herz schlägt dafür, euch davor zu bewahren, einen Fehler zu machen, den ich selber gemacht habe, nämlich zu lange in dieser Energie zu verharren. Das Leben, meine Lieben, das zieht an euch vorbei. Die Wahrheit ist, wenn ein Mensch an deiner Seite sein möchte, dann setzt er alles in Bewegung, um das auch durchzuziehen. Wenn ein Mensch sich nichts sehnlicher wünscht, als mit dir zu leben, gibt es kein Hindernis. Es ist eine ganz brutale und nackte Wahrheit. Und ich glaube, ich bin auch schon der Steinbock-Energie. Diese Nüchternheit, das Video hat jetzt heute einige sehr nüchterne Botschaften erhalten. Aber letztendlich, meine Lieben, wenn mir manchmal andere YouTube-Kanäle anschaue, dann finde ich es manchmal einfach so erschreckend, dass so viel Hoffnung gemacht wird, ja. Vor allem, ihr müsst euch bei Videos aus diesen Kanälen von vor einem Jahr anschauen, da wird schon genauso viel Hoffnung gemacht und immer mit dem auf jeden Fall und jetzt passiert es und jetzt. Bitte schaltet in dieser Beziehung euren Verstand ein. Keine Kartenlegung der Welt kann euch, auch nicht in einem persönlichen Reading, garantieren, was passieren wird. Das gibt es nicht. Und es ist auch im Sinne meines Glaubens, meines religiösen Glaubens, im Sinne der Bibel und dem Wort Gottes nicht richtig. Weissagungen, Wahrsagen, ja, das ist im Prinzip kein nichts, was von Gott oder Jesus erwünscht ist. Ich habe immer die Information erhalten, ich darf die Karten als Hilfsmittel verwenden. Ich hatte noch keine gegenteilige Information. Aber das, was aus mir kommt, entspringt meiner göttlichen Führung. Und ihr habt jetzt gesehen, wie ich das mache. Das war jetzt wirklich eine ganz realistische Legung. Da war nichts hintenrum, da war nichts gefaked, gar nichts. Ihr habt gesehen, wie die Legung zustande gekommen ist. Und ihr werdet mir recht geben, dass diese Botschaft mit allen gechannelten Messages, die ich jetzt vor Weihnachten auch hochgeladen habe, übereinstimmt. Es geht momentan um den Selbstwert, um die Selbstwertschätzung, um die Selbstliebe. Und deswegen kommt diese Energie auch immer wieder in den Legungen. Und ich finde es wundervoll, ich bin zutiefst dankbar, denn wir erhalten jetzt auch hier wieder Hinweise, dass vielleicht in dieser Neumond-Energie nochmal das Thema auf den Tisch kommt bei vielen. Und dann denkt hier an diese Karten, ihr müsst mal sehen, diese gegensätzliche Energie, der Stern und die Liebenden gegen den Teufel und die 8 Schwerter. Das wollen wir mal so langsam aus dem Kartenbild rausrutschen, das brauchen wir im neuen Jahr nicht mehr, ne? Hier wollen wir hin. Ja, so meine Lieben, ich weiß, war heute brutal ehrlich. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Ich nehme alles hin, wie es kommt. Ich fühle mich gut dabei, weil ich euch einfach versichern möchte, ihr bekommt bei mir einfach das zu 100%, was ehrlich in mir ist. Und wer damit nicht in Resonanz geht, wem das nicht gefällt, der braucht ja meine Videos nicht schauen. Ist ja ganz einfach. Ja, dann könnt ihr gerne ja andere Kanäle wählen. Gibt ja mittlerweile so viele. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Kommentare. Mit allgemeinen Readings bin ich natürlich weiter online. Die persönliche Warteliste ist natürlich schon wieder voll. Das haben die meisten mitbekommen. Bitte keine Anfragen stellen. Ich gebe bekannt, wenn es wieder freie Plätze gibt. Und ich bedanke mich für alle Spenden und Unterstützung, die bei mir eingeht, für meine kostenlose Arbeit. Ich weiß das sehr zu schätzen und danke euch von ganzem Herzen.
Dann wünsche ich euch jetzt eine tolle Neumondenergie und sage bis bald, eure Uli.